Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Vorstellungsvideo des Updates auf dem BuildHive-Server. Ja, wir stellen euch jetzt einmal ganz kurz vor, was sich denn so getan hat. Und als erstes fällt uns auf, dass man mit /Quest auf sein Quest-Menü zugreifen kann. Hier habt ihr die Möglichkeiten, einmal unten links euren Kontostand abzurufen, was die Quest-Coins angeht, und auch auf den Shop zuzugreifen. Dazu kommen wir gleich einmal genauer. Ihr habt hier zwei Möglichkeiten zwischen Quests auszuwählen, einmal Material und einmal Holz. Nehmen wir als Beispiel jetzt mal die Materialquests. Dann haben wir hier Bruchstein oder Stein. Wenn ich jetzt die Bruchsteinquest machen möchte, klicke ich hier drauf und dann steht dort Abbauen. Das, also die Aufgabe ist halt das Abbauen. Diese muss ich erst freikaufen, das kostet $20. Hier könnte ich auch die Quest machen, dass ich Steine setzen muss. Aber ich mache jetzt erstmal Abbauen. Die kosten mich $20, damit ich die freischalten kann. Das machen wir jetzt erstmal. Jetzt steht das im Chat, du hast soeben die erfolgreiche Quest die ausgewählte Quest freigeschaltet. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, diese Quest zu machen. Wie nennt man das? Ja. Das sind 128 Cobblestone, oder? Gucken wir wieder nach in unserem Quest-Menü. Ja, hier sieht man das. Dir fehlen noch 128 Bruchsteine, du hast schon 0 Bruchsteine abgebaut. Die Belohnungen sind dafür 5 Quest-Coins. Jetzt schauen wir einmal im Shop nach, was man sich denn für 5 Quest-Coins denn kaufen kann. Also, wenn ihr hier in eurem Hauptmenü wieder seid, könnt ihr ganz einfach auf Shop gehen und habt hier die Auswahl zwischen verschiedenen Belohnungen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel umtauschenden Items. Dann könnt ihr euch hier, wenn ihr einige Quests erledigt habt, für 75 Quest-Coins einen Diamanten kaufen. Oder für 15 Quest-Coins 10 Eisenbarren. Und dann könnt ihr euch das hier aussuchen, ihr könnt das auch im Block umtauschen. Meinetwegen spart ihr auf ein Leuchtfeuer, je nachdem, wie viel ihr daran arbeiten wollt, könnt ihr halt darauf sparen. Unten links wird euch das immer angezeigt, ihr seht jetzt Gesamtlevel, ich habe ein Level gerade, weil ich eine Quest angenommen habe. Und da sieht man auch meine Quest-Coins, die jetzt gerade noch 0 betragen, da ich noch keine Quest gemacht habe. Ja. Super produktiv wieder unterwegs. Ja. Das war die Neuerung, was das, was die Quests angeht. Ebenfalls dazugekommen ist die neue Oberfläche User. Wir geben einmal /User in den Chat ein und sehen hier eine Benutzeroberfläche. Hier ist einmal unser Kopf, da steht unser Name und unsere Minecraft-ID und unsere IP-Adresse. Hier haben wir die Möglichkeit, die Sprache umzustellen von Deutsch auf Englisch. Je nachdem, falls ihr lieber Englisch haben wollt. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, euer Konto zu sehen, wie viel Geld ihr habt. Und ihr habt hier die Möglichkeit, direkt auf eure Homes zuzugreifen. Ihr seht jetzt, ich habe 0 Homes in Benutzung und habe maximal 3 Homes zur Verfügung. Mit diesem neuen Home-Plugin werden die alten Homes gelöscht. Die könnt ihr selber übertragen, indem ihr /set-home und dann den neuen Home-Namen eingibt. Also meinetwegen Insel oder so. Und hier, wenn ihr hier draufklickt, habt ihr hier die... Lol. Okay, man muss /home eingeben, tut mir leid. Habt ihr hier halt nochmal die Übersicht, wenn ihr /home eingibt, dann ihr halt im Home-Menü. Habt ihr halt die Übersicht auf eure Home-Listen zuzugreifen. Hier werden dann eure Homes angezeigt, zu denen ihr euch hin teleportieren könntet. Wenn ich denn welche hätte, aber das habe ich auch noch nicht. Ihr könnt außerdem hier weitere Homes käuflich erwerben. So könnte man dann über 3 Homes besitzen, was natürlich schon mal ganz praktisch ist. Also das sind nette Updates, würde ich mal sagen. Ja, schickimicki, würde ich mal sagen. Zusätzlich wird momentan an einem Anti-Cheat-Plugin gearbeitet. Und das war's erstmal mit den Updates auf dem Skyblock-Server. Auch bei den Minigame-Servern wurden einige Änderungen vollzogen. Zum Beispiel wurden einige Bugfixes behoben, unter anderem das Problem mit dem Shop-Manager. Des Weiteren bleiben nun eure Kids bei der Namensänderung bzw. bei einer Premium-Umstellung bestehen. Das waren auch so die größten Änderungen auf dem BuildHive-Server. Auf jeden Fall ein ganz interessantes Update. Gefällt uns. Ja. Was haltet ihr von einem Update? Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, besonders das mit den Quests auf dem Skyblock-Server. Wir können noch einmal auf den Skyblock-Server. Also ist jetzt nicht super krass, die Quest, dass man da tausende Milliarden Dollars verdient. Aber wenn man halt ein bisschen Kobel farmen muss, so dann. Ja. Ja. Dann läuft das. Auf jeden Fall eine gute Idee, finde ich. Gefällt mir. Und kann ja sein, dass noch irgendwas hinzukommt oder so. Genau, es sind jetzt erstmal 16 Quests, soweit ich weiß. Ja, aber ich denke auch, dass da im Laufe der Zeit noch weitere hinzukommen werden. Das ist jetzt, der Grundstein ist halt jetzt gelegt und ich finde das mit der User-Übersicht, finde ich, eigentlich ganz nett gestaltet. Muss auch nicht mehr Money und sowas machen. Das mit Quests gefällt mir auch gut, dass man das hier einfach so übersichtlich sehen kann bei sich. Finde ich gut. So. Ja, gefällt mir. Ja, das war ein Like. Das aus der Reihe mal, etwas anderes, aber
Wir wollten euch einfach mal darüber informieren, was sich hier so tut auf dem Server. Morgen kommt ein Minigame-Video. Wir sagen erstmal danke fürs Zuschauen. Quakecraft. Jo, erstmal einschalten morgen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.